Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich suche das Versteck des Werwolfs. Ist gleich erstmal ein Bär. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Wohin auch vielmehr? Warte auf den Einbruch der Dunkelheit, das heißt... Wir warten jetzt tatsächlich mal. Falsches Menü. Ich habe... mir mal das Verfluchtenöl hergestellt. Lege ich aber, glaube ich, erst dann auf. Wenn es dunkel genug ist. Gott, es ist früh morgens. Da muss ich den ganzen Tag hier warten. Wann wird es denn dunkel? Um 8. Einbruch der Dunkelheit. Öl haben wir drauf. Oh, jetzt habe ich vor Schreck nochmal ein Brot gegessen. Quellen habe ich. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Das nutze ich mal. Hässlicher Bastard. Wow. Alter. Arschloch-Werwolf. Wow. Verdammte Axt. Der baut sich jetzt gerade wieder komplett auf. Ich weiß nicht warum. Der ist ja schon mal recht knackig, der Gutste. Würde es nochmal probieren. Mache ich vielleicht zu wenig Schaden? Könnte sein. Wo die Mission nur eigentlich machbar sein müsste. Bestienöl. Haben wir denn hier schon Werwölfe? Nee. Leider nein. Verfluchten Öl habe ich drauf.
Ja, dann warten wir doch nochmal. So ist man nur bis 7. Gucken, ob das auch schon reicht. Aber wow. Mit seinem scheiß Buff da, wo er, ist noch keiner da. Müssen wir doch noch mal eine Stunde warten. Mach ich mal lieber hier oben, nicht direkt da unten, wo es unangenehm wird. So, zeig mal her. Das ist schon. Wow. Scheiße, Töle, ey, mach dich weg hier. Ja, sehr gut. Nein, halt! Tu ihm nichts! Ja, was ist hier los? Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykantropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Du bist verrückt. Was soll dieser Unsinn? Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Schicke Stimme. Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Hoppla. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Nein! Oh, verdammte Scheiße.
Bin anscheinend noch nicht ganz wach. Eieiei, gerade den Werwolf platt gemacht. Dann, naja. Dem Schicksal, das gibt's doch gar nicht, seinen Lauf gelassen. Da ist dann noch ein Bär. Ja, ich hab deinen Kumpel gerade, aber ist doch nicht so schlimm, oder? Anscheinend schon. Ah, verdammt. Ich jetzt wohl noch mal einkassieren. Oh. So, ist jetzt hier mal gut mit der Bärenplage? Verdammt, noch eins. Na gut, die gute Hanna. Hat es nach ihrer miesen Tat, ihre eigene Schwester in den Tod zu führen, auch nicht anders verdient, hier mal ganz ehrlich. Sind die Wölfe noch gewesen? Schon gefragt, was das hier ist für ein Kram. Und der Werwolf, tja, kann man ja verstehen, ne? Wenn er seine eigene Frau getötet hat, wollte er wohl auch nicht mehr. War jetzt hier noch irgendwas? Ja. Noch ein bisschen Wolfsbannen brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr wirklich. Hier ist noch eine Kiste. Aha. Naja. Keine Ahnung. Sobald er den Buff hat, der Werwolf, regeneriert er echt schnell Leben. Und zwar so, dass ich es beim ersten Mal auch glatt nicht geschafft hatte. Beim zweiten Mal hatte ich dann schon fast ein bisschen Glück, dass es gerade noch so hingehauen ist, bevor ich gestorben bin. Aber naja, wir haben es geschafft. Wenn auch erst beim zweiten Versuch. Zwei Zahn. Wir müssen zwei Zahn mit. Und dann gucken wir mal in die Truhe. Was Onkel Njellen hier so noch für uns aufbewahrt hat. Wo war die denn gleich? Hier, glaube ich. Was ist die hier? Nee. Ach, da. Schidals Rüstung. Oder Schidhals. Der alte Schidhals. So viel zur kurzen Nebenquest von Njellen. Dann können wir wieder zu unseren Familienangelegenheiten zurück. Kreischling wäre noch offen, aber jetzt machen wir erstmal hier mit der Hauptquest weiter. Und machen uns mal Richtung Baron. Nach Krähenfels. Was ist hier denn eigentlich noch? Ah, müssen wir da nochmal vorbeischauen. Hier ist ja noch ein bisschen was offen, ne? Ein Blitzeinschlag? Was? Oh. Das brennt. Steck mal Schwert weg. Brauchst du gar nicht.
Einmal Wasser wäre jetzt wahrscheinlich besser. Was ist denn los hier? Alle herhören! Die Boote! Geheiligte Militäle! Ah. Oh. Können wir hier was tun? Fleet, schnell, sofort! Was ist denn hier? Hier. Rennt um euer Leben! Ja, mach ich doch, aber irgendwie renne ich gerade hin, statt weg. Dreht der versoffene Pauz mal wieder durch? Und ob? So, den Stroh kann ich gesteckt. Oh. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Ja. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Guck ja schon. Stellen, stellen, stellen. Kommen hier rein. Oh oh. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Ja, ich komm dich holen. Zu öffnen. Was ist er denn? Gesehen habe ich ihn jetzt nicht. Verdammt. Reicht das, wenn ich nur die Tür aufmache, dann würde er wohl selber rauslaufen. In unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ich soll sie den sind Baron vor dir geflohen, nicht? Mach ich sehr gerne. Oh. Der Arsch. Da nochmal die Klötze treten. Wir müssen treten. Reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer.
den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Oh, oh. Grauenhafte Dinge sind hier geschehen. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ja, komm. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke.
Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Doch eigentlich habe ich mich entschieden. Wir heben den Fluch auf. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Wollen wir sofort los? Na los, komm. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Eieiei. Noch etwas weiter. Mir nach. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Und in die Harnfaser sammeln ging nicht. So, wo gehen wir denn hin, Baron? Hier ist es. Passendes Wetter. Für so eine Aktion. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Oh. Lecker. Verwandeln. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Heb ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Hartes Brot für den Baron, aber hat's ja nicht anders gewollt. Barmherzige Götter. Oder verdient. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Dann lauf mal los.
Jetzt kann ich nicht speichern. Okay. Ist ja nicht so nett. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Puh, ganz ruhig. Kann mal hören, da komme ich besser mit den Geistern hier klar. Aber, dass hier noch welche kommen. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich habe doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus warten und mir helfen, deine Familie zu finden. Das war's doch bestimmt noch nicht mit den Geistern. Es kommen noch mehr. Beeilung. Los doch! Ich warte nicht bis los. Wow, verdammt. Wie viele sind denn das? Er bewegt sich wieder wie ein scheiß Aal. Ja. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Warum ging's denn nicht mit dem Axi? Jetzt habe ich aber ganz schön was durchgebraten. Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Und ich komme jetzt nicht nochmal Geister. Ah ne, ich glaube, wir sind da. Oder? Ja. Scheiß Geister, das war knapp. Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war.
Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen, und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Dea, und empfange dich als meine Tochter. Gut, und jetzt begrab sie. Krass abgefahrene Geschichte, aber auch richtig gut. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Gut. Das war ja wirklich ein abgefahrenes Stück Quest hier. Die ist noch nicht vorbei, aber das Ende der Geschichte gucken wir uns mal in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr was auf dem Herzen, haut es mir in die Kommentare. Und lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst, was hier noch so passiert. Bei The Witcher 3 und den anderen Projekten auf meinem Kanal. Dann sage ich mal, macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.